Da hab ich sie in der Hand. Diese Weltsensation hab ich erfunden. Eine Langstreckenfeuerwerksrakete. In Amerika startet sowas in Cap Canaveral. Cap Canaveral. Bei uns ist es in der Nähe von Ludwigshafen. Diese Langstreckenfeuerwerksrakete wird einmal ins Weltall geschossen. Und dann kommt sie 3 Jahre lang. Jedes Jahr zum gleichen Zeitpunkt an derselben Art geflogen und versprüht ein mega Feuerwerk. Ich meine, die muss ja erst einmal in die Erdumlaufbahn. Ne? Dafür sorgt die Steuerung. Ich habe die an einen Wettersatellit gekoppelt. Der digitale Steuerungsapparat sitzt genau da drin. Normalerweise heißen die Raketen ja Ariane. Bei mir heißt sie Jacqueline. Eine Freundin von mir hat den Namen Sasse-Rakete. 4 Jahre habe ich an der gebaut. Sogar das Navigationssystem aus dem Auto von meiner Frau ist draufgegangen. Ich meine, die Rakete braucht es, um im All, im Großen und im Kleinen Wache auszuweichen. Die Koordinaten sind abgespeichert. Nach 250 Metern bitte wenden. Jetzt ist es soweit. Wir schießen sie oben auf. Und in der Silvesternacht versprüht sie dann ein Mega-Feuerwerk in verschiedenen Farben. Ich meine, gut, noch 3 Jahre verglüht sie dann. Ne? Ich meine, durch diesen enormen chemischen Schub schafft sie es ins Weltall, kreist um die Erde drumherum. Und jetzt ist es soweit. Jetzt kommt die Startphase. Und das da, das ist mein Steuerungsapparat für die Rakete. 5, 4, 3, 2, 1. Let me play among the stars. Let me see what spring like. Was für eine Stadt. Oh, sie funktioniert. Die lass ich in Serie bauen. Oh, ich sehe sie gar nicht mehr. Langstreckenfeuerwerksrakete im Orbit. Auftrag erfüllt. Ich bin sowas von genial. Das ist doch mei Rakete gewesen. Ich hab die Erderziehungskraft vergessen zu berechnen. Houston, wir hätten da ein Problem.